So, Stichwort Datenschutz. Ich habe hier mal die Informationen. Ich habe den Datenschutz, die Standortbestimmung abgeschaltet. Damit ist der Datenschutz hier als Information auch hochgepoppt. Das eigentliche Thema ist aber von diesem Video die zusätzlichen als Administrator. Ich bin jetzt momentan als Administrator angemeldet in der Domäne. Möchte also hier mit zusätzlichen optionalen Funktionen umgehen. Und das ist eine ganz tolle Sache. Die gab es ja früher als Remote-Server-Administrationstools. Heute werden die einfach mit ausgeliefert. Sodass ich hier auf meinem System diese Ersatz-Tools mir jetzt mal installiere, um halt auch zu schauen, inwieweit kann ich denn jetzt auch ohne eine Remote-Desktop-Verbindung aufzubauen mit meinem System hier arbeiten. Ich wähle gerade mal ganz wichtige Dinge aus für die Ersatz. Ich glaube, das waren sie. Und installiere die mal. Müsste schnell funktionieren. Wir sehen uns gleich wieder. So, völlige Dummheit. Ich hatte doch glatt die verkehrte Domäne und den verkehrten Ausgang, sodass ich erst jetzt sagen kann, es lässt sich installieren. Ich habe das gerade noch mal probiert. Also manchmal ist man auch ein bisschen dulle, ein bisschen durcheinander, ne? Ja. Verkehrte Domänenstruktur, verkehrter DNS-Server, alles war verkehrt und passte gar nicht so in diesen Rahmen rein, was ich hier gerade mit diesem Remote-Server Tools versuche. Ich möchte jetzt nicht alle, weil ich habe auch nicht alles auf dem Server laufen, aber alles ein oder andere Active Directory Service ist mir vielleicht ganz wichtig. Ne? System Insight ist wichtig, weil im Server 2022 gucken wir uns gleich mal an, diese Funktion verfügbar ist. Insight zu managen, das heißt so eine Art Heals-Modus durchzuführen. Eben die DNS-Server-Tools habe ich gerade mal probiert. Das hat gut funktioniert. Die anderen werden gerade nachinstalliert und sobald installiert ist, hören wir uns wieder. So, neben diesen Ersatz-Tools, die natürlich im Hintergrund noch installiert werden, gerade mitbekommen, es gibt ein neues Admin Center. Ja, das gehört natürlich auch auf solchen administrativen PC selbstverständlich dazu, weil auch dort diverse Funktionen aktiviert und aktualisiert sind, ja, die man sonst gar nicht oder nur über die PowerShell nachvollziehen kann. Beispiel Microsoft System Insights. Das ist so eine Überwachungsfunktion nach Monitoring-Funktion. Überwachungsfunktion klingt etwas übertrieben, welche in der Lage ist, so heißt es, bestimmte Vorberechnungen vorzunehmen und dann hinterher dem Administrator Hinweise zu geben, wie sich denn das System wahrscheinlich in der Zukunft verhält, also System Insights genannt. Und da das Admin Center 2110 ja neu zur Verfügung steht, gleich mitgenommen, um einen echten administrativen PC für eine Umgebung Windows 11 und 2022 hier zu haben. Und auf los geht's los. Und wir schauen uns das doch mal in Ruhe an. Ich habe ja diesen Hinweis gegeben bezüglich des entsprechenden
Umfeldes. Wir wollen jetzt nicht übersetzen. Erfolgreich 2110. Diverse Tools. Oh, wir können jetzt VADs erstellen. Okay. Das habe ich auch nicht schlecht. Tools-Verbesserung für virtuelle Computer, ganz wichtig. Volumes-Funktion Azure. Ich habe ja kein Azure aktiv bei mir, deswegen jetzt Verwaltung von Systemen Server 2022. Okay, klingt gut. Schauen wir mal, ob das alles so cool auch ist. Server hinzufügen. Ich möchte Active Directory durchsuchen. Platzhalter funktionieren hier, ja, Gott sei Dank. Ich bin der Administrator, also kann ich mir es mir erlauben, die sichtbaren Systeme hinzuzufügen. Auf all diesen Systemen, speziell hier auf dem Core, habe ich System Insight installiert. Und es würde mich schon mal interessieren, wie sich das dann in der Zukunft auswirkt. Systemdaten war das Feature und hier ist dieses Forecasting. Storage Forecasting. Oh. Alles ist okay. Wird während der Verfügbarkeit bleiben. Gucken wir uns mal die CPU an. Forecast. Es läuft natürlich noch nicht lang. Die CPU-Auslastung wird voraussichtlich in der verfügbaren Kapazität bleiben. Das sollte man dann wirklich mal so ein bisschen überprüfen. Und das kann man tatsächlich auch automatisiert laufen lassen. Da geht man einfach auf die Einstellungen und gibt diesen Einstellungen mit, wann denn das auslaufen soll oder ablaufen soll. Ich habe das ja gerade manuell gestartet. Ich finde das wirklich ein schönes Feature, weil es auch so ein bisschen Ruhe mitbringt. Das morgens so anguckt und sagt, Mensch, sieht eigentlich alles ganz gut aus hier. Die Last ist erträglich. Ich habe das auch im Domain Controller aktiviert. Der hat natürlich nicht so viel Speicher. Wichtig, nur 2022er Server. Und hier die Systemdaten. Der tut hier einiges an Zertifikatsdienste und etc. Und da laufen die Systemdaten auch schon länger. Ja, sieht aber auch okay aus. Also damit kann man schon einiges anfangen. Also 2010er, 2110 Admin-Center, toll. Aber wir hatten ja auch die ersat-Tools drauf installiert. Den Index muss er jetzt neu erzeugen, das verstehe ich. Und hier kann er mal gucken, ja, da ist nichts. Hier sind die Applications häufig verwendet. Und jetzt möchte ich in den Apps gucken. Ersat. DNS-App. Folgenden Computer. Ah ja, wunderbar. Domäne funktioniert, die ist sehr groß mittlerweile. Ich habe hier drei Domänen laufen, unter anderem halt auch hier den Terminal Services, dann einen eigenen Proxy auf Linux-Basis. Dann, das sind die, oder der eine, und das ist der zweite, Remote Desktop Services, Microsoft Exchange 2016, kumulatives Update. Jetzt möchte ich natürlich das auch mal in der Liste haben hier. An Apps.
Und hier Verwaltung, Admin Center haben wir eben gerade gesehen. Windows Tools. Wollte ich jetzt mal schauen. PowerShell. Da ist der DNS. Server Manager fängt mit S an, ne? Direktor über unseren Computer. Ich weiß gar nicht, ob ich den Server Manager installiert habe. Ne? Ich starte mal. Automatische Verbindung ist da. Also alles gut. Also das klappt. Also es ist eine schöne Ergänzung. Wir dürfen auch nicht vergessen, jedes Windows 11 hat auch Power Automated an Bord. Wir werden uns in einem späteren Video damit sicherlich mal beschäftigen. Das ist ein ganz wichtiges Tool aus Sicht von Microsoft. Gucken wir zum Abschluss nochmal auf unsere Gruppenrichtlinienverwaltung, wie das denn so aussieht. Ich habe gar nicht viele Gruppenrichtlinien aktiv. Ein bisschen was, ne? Irgendwas. Chrome installieren, Doku-Laufwerk, E-Book-Laufwerk, Projekte, Laufwerk-Software, Office verteilen, Outlook einrichten, Projekte, Remote-Desktop-Dienst aktivieren und Zertifizierung. Na gut, ein bisschen was ist schon aktiv. Wer Fragen hat, einfach unten reinschreiben. Ich gehe gerne auf jede Frage sicherlich ein. Ja, das soll es erstmal gewesen sein. Also erster Tools, wenn man dann die richtige Domänenstruktur hat, dann ist es perfekt.